Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Worum geht es heute? Heute geht es ums autonome Fahren. Das geistert ja auch so im Moment durch die Medien. Also das eine ist natürlich das Thema Elektromobilität, was fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwo in der Presse zu lesen oder zu hören ist. Was natürlich auch, sage ich jetzt mal, damit eng verbunden ist, ist das Thema autonomes Fahren. Ja gut, es gibt auch Konzepte, autonomes Fahren mit dem Verbrenner, aber das wird nicht kommen, nur eingeschränkt kommen. Das ist Blödsinn. Wenn autonomes Fahren so wirklich marktreif und beherrschbar für, oder sag ich jetzt mal, serienreif in allen möglichen Fahrzeugen verbaut sein wird, dann wird das elektrisch sein. Das gibt es gar keinen Zweifel. Ja, was gibt es zum Thema autonomes Fahren zu sagen? Ist das denn schon so spooky oder ist das ein Ding, da müssen wir noch 10 oder 20 Jahre drauf warten? Nein, eher nicht. Teilautonomes Fahren haben wir schon in einigen Fahrzeugen. Da gibt es diesen Lane Assist, der also die Spur dann hält. Da gibt es beim Tesla diesen, der Spur hält und dann quasi dem Verkehr folgt und auch eben, und das ist der Unterschied zu den anderen Fahrzeugen, dann auch wieder Gas gibt und weiterfährt. Das heißt, wenn jetzt mal der Verkehr stoppt, dann folgt er trotzdem noch weiter. Ist noch alles teilautonom, das heißt, jederzeit muss der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug haben. Und da gibt es natürlich ein paar Spezialisten, die meinen, das nicht unbedingt machen zu müssen. Ja, soll es geben, da gibt es dann auch diverse Videos über Unfälle. Wer sein Fahrzeug nicht in den Griff hat im Moment, der muss halt einfach damit rechnen. Es ist im Moment so, dass es ein Assistent ist und dass es kein Autopilot ist. Also es ist eine Hilfe, aber es ist kein Autopilot im Moment. Das muss man einfach beachten. Und Tesla warnt zum Beispiel im Model S oder Model X auch eindrücklich davor, dass es sich noch in der Beta-Version handelt. Und man möge doch immer eingreifbereit sein. Da gibt es Spezialisten, die drehen dann, ich muss da mal schauen, ich schaue mal, ob ich es irgendwo mit dazu linken kann. Die machen dann einen, wie heißt das, Tesla Prank, wo sie dann quasi das Auto autonom fahren lassen und sich dann irgendwo verstecken im Auto, dass man sie nicht sieht. Und dann schauen die Leute so, da hockt ja gar keiner drin im Auto und so. Ja, solche Sachen gibt es. Aber Vorsicht, ne? Also das ist wirklich nur, sage ich jetzt mal, nicht zur Nachahmung zu empfehlen, weil es ist noch nicht, es funktioniert noch nicht hundertprozentig. Ja, wann werden wir denn tatsächlich dann autonome Fahrzeuge bekommen? Nun, da hatte vor wenigen Wochen Elon Musk mal provokant auf die Frage geantwortet. Und er hat gesagt, also ihm wurde auch die Frage gestellt, wann wird autonomes Fahren möglich sein? Und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, also wenn man auch die Gesetzeslage dann sich anschaut, innerhalb von 2 Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, oh meine Herren, das ist aber ganz schön mutig. Das heißt, in 2 Jahren soll es dann tatsächlich möglich sein, dass der Tesla autonom fährt. Und mit autonom meine ich jetzt, dass ich schicke das Auto wohin und es hockt keiner drin. Und gleichzeitig will er dann auch noch in diesen 2 Jahren die Gesetze dazu durchbringen. Um das Ganze halt eben, dass das Ganze auch rechtens ist. Weil im Moment ist es nicht rechtens. Im Moment gibt es da diesen, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Wiener Verkehrsvertrag, was weiß ich, keine Ahnung. Und der sagt halt eben, dass es halt nur Sondergenehmigungen geben darf, aber halt eben noch keine,
keine Serienmöglichkeit gegeben ist, dass man also wirklich das, Gottes Willen, mach das Ding an Lärm, dass man also wirklich hier immer jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug haben muss. Und es muss auch jemand im Fahrzeug sitzen. Also das steht auch drin. Also es geht jetzt nicht, dass man das Auto fernsteuert, ne, weil jederzeit die Kontrolle zu übernehmen, könnte man dann auch sagen, okay, da hockt dann jemand in der Fernsteuerzentrale und übernimmt es dann. Nee, also es muss jemand auch im Fahrzeug sitzen. Und das will er quasi auch binnen 2 Jahren ändern. Also diese Gesetze, dass das also möglich ist. Ja, was soll man da sagen? Das wird interessant. Und was passiert dann, wenn es soweit ist? Und darüber will ich jetzt auch ein bisschen reden. Was passiert dann? Also ich fände das klasse. Ich bräuchte dann vermutlich nur noch ein Auto. Na, überlegt mal, ne? Also wenn mein Auto autonom fahren würde, und by the way, Renault hat das auch schon angekündigt, dass also es irgendwann mal einen Zoe 2 oder so gibt, der dann autonom fahren kann. Dann brauchen die meisten Leute nur noch ein Auto. Ja klar, ne? Also ich meine, da fährt das Auto dann in der Früh, fährt man mit dem Auto in die Arbeit, beziehungsweise wird vom Auto in die Arbeit gefahren. Vielleicht wird vorher noch die Kinder mit dem Auto in die Arbeit gefahren oder das Auto fährt die Kinder in die Schule. Nicht in die Arbeit, in die Schule. Ja, dann holt das Kind, das Auto die Kinder von der Schule ab, fährt sie nach Hause. Und ja, wenn die Frau dann das Auto braucht, falls die Frau zu Hause ist und nicht selber berufstätig ist, dann fährt das Auto nach Hause und wird erledigt dann die Einkäufe mit der Frau zusammen oder wie auch immer. Also das sind dann Sachen, da wird man dann schon umdenken. Das heißt auch, autonomes Fahren bedeutet auch, die Anzahl der Fahrzeuge wird dann weniger. Ganz klar. Und das Fahrzeug wird dann wirklich ein Fahrzeug. Hey, man, jetzt ist das Fahrzeug eigentlich ein Stehzeug. Also auch die Zoe ist ein Stehzeug. Das benutze ich am Tag 1 Stunde oder 1,5 Stunden maximal. Mit Stau ist 1,5 Stunden. Und ansonsten steht das Auto nur rum. Und das machen die meisten Autos. Also, außer man hat ein Taxi oder einen Bus, ne, also der Linie fährt. Ne, aber die meisten Autos stehen die ganze Zeit rum. Und das wird sich dann mit dem autonomen Fahren ändern. Dann werden nämlich die Autos alleine dann rumfahren. Wenn der eine sie dann nicht braucht, dann kann sie der andere nehmen. Ne? Das wird dann irgendwann auch mal weitergehen, aber da gibt es noch ein zusätzliches Video, Mobilität der Zukunft, da werde ich auch noch was drehen. Das ist dann der nächste Schritt. Ist dann, dass man dann gar kein eigenes Auto mehr braucht. Ne? Aber ja, also der Zwischenschritt wird auf alle Fälle sein, man hat dann ein Auto, was dann autonom fährt. Und was soll ich sagen? Ne? Also das ist wunderbar. Ne? Also da muss man mal überlegen, was man alles für Dinge machen könnte. Ne? Zum Beispiel, ich sage jetzt mal nur als Beispiel, man fährt in Urlaub. Und beispielsweise man fährt in den Bayerischen Wald in Urlaub, nur mal so angenommen, und man merkt, oh Mist, man hat irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Und man hat jetzt jemanden zu Hause, oder die Möglichkeit hat man, dass jemand zu Hause halt einem noch irgendwas dann nachbringen könnte. Ja, und er schickt dann einfach sein Auto los mit den Sachen drin. Das Auto kommt dann an, wird dann entriegelt von demjenigen, der es geschickt hat, und man kann dann die Sachen rausnehmen und schickt das Auto dann wieder zurück. So einfach ist das. Also solche Sachen, ne? Oder was weiß ich, keine Ahnung, alles Mögliche. Ne? Also so nach dem Motto, ja, kann ich mir das und das mal ausleihen? Ja, ich schicke dir mein Auto. Ja,
wunderbar, ne? Also da werden dann Dinge möglich, die sonst man gar nicht für möglich hält, ne? Also das sind einfach dann komplett neue Dimensionen. Da geht es nicht nur darum, ich setze mich dann ins Auto rein, das Auto fährt alleine. Nein, nein, da geht es dann wirklich darum, dass man eine komplett neue, einen komplett neuen Use Case damit quasi gestaltet. Also das Auto wird dann zum Lieferanten, zu was weiß ich. Ne? Also das ist, ja, im Prinzip kannst du sagen, oh scheiße, ich muss jetzt gerade noch arbeiten. Keine Ahnung, ich muss jetzt allerdings dringend irgendwo was zustellen. Es setzt dann die Tochter ins Auto und sagt, bring mal den Brief da und dahin. Und dann fährt das Auto dahin und dann schmeißt sie den Brief da ein und kommt dann wieder zurück oder was weiß ich. Oder schickt sie einkaufen und ja, lauter so Dinge. Ne? Also da sind Sachen möglich, die wagt man heute noch gar nicht zu denken. Aber das sind dann Dinge, wenn das autonome Fahren wirklich kommt, wird es die Mobilität revolutionieren. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Man kann sich eigentlich nur darauf freuen, ne? Ich meine, so gern ich auch selber Auto fahre, aber ich sage jetzt mal, ja, so gern fahre ich dann jetzt auch nicht Auto. Ich würde mich schon gerne rumfahren lassen, so ist es nicht. Ne? Und wenn das dann einigermaßen auch funktioniert, und ich bin mir sicher, dass das funktionieren wird, die ersten Ansätze, wie gesagt, sind ja bereits da, und ich bin auch der Meinung, dass wahrscheinlich Tesla der Erste sein wird, der das wirklich dann auch anbietet. Ja, ganz einfach. Tesla hat einfach die größte Datenbasis, wie alle anderen. Vielleicht Google hat auch eine große Datenbasis, die sind schon über 1 Million Meilen autonom gefahren, aber halt eben nur in der Stadt und beschränkt und bla bla. Aber Tesla hat da eine ganz andere Basis. Ne? Tesla zeichnet aktuell alle Fahrten auf. Also da wird alle autonom gefahrenen Fahrten werden da registriert. Es werden die Fehler, die dabei entstanden sind, analysiert und mit Machine Learning Algorithmen wird da das autonome Fahren immer besser und besser. Ah, nicht schlecht, eine Garage vor mir. Fehlt aber der Starkstromanschluss in der Garage. Hat wieder jemand nicht mitgedacht. Naja. Also es wird besser und besser, und ich bin davon überzeugt, in 2 Jahren, das hört sich realistisch an. Okay, das sind vielleicht 3 Jahre nach Elon Musks Timetable geht, aber also drei Jahre halte ich für realistisch, dass das kommt. Und das wird dann interessant. Also was natürlich, also es gibt natürlich noch viel mehr Vorteile. Durch das autonome Fahren wird es viel weniger Unfälle geben. Also eigentlich dürfte es dann gar keine Unfälle mehr geben, Klammer auf, die vom autonomen Auto verschuldet sind, Klammer zu. Denn wir haben natürlich immer noch die ganzen manuell gelenkten Fahrzeuge natürlich im Straßenverkehr. Und die sind dann das Risiko. Ne? Das ist ganz klar. Ne? Aber wenn es dann mal wirklich soweit ist, dass sehr viele Fahrzeuge oder fast alle dann autonom fahren werden, dann wird es weniger Unfälle geben. Und auch die Fahrzeuge, die dann autonom fähig sind, aber manuell gesteuert werden, das für einen Rettungswagen auch nicht schlecht. Also die die Fahrzeuge, die autonom fahren können, aber manuell gesteuert werden, auch die werden dazu beitragen, dass die Unfälle weniger werden, weil die haben die Sensoren drin und die werden trotzdem auslösen. Also trotzdem ich manuell fahre, wird das Fahrzeug auslösen, wenn es eine Gefahrensituation erkennt. Mein Notbremsassistenten und solche Sachen haben wir ja heute schon. Ne? Also, und das
die Technik wird trotzdem weiterlaufen, wenn das Fahrzeug erkennt, dass da eine Gefahrensituation vorliegt. Und was ist das Resümee? Es wird weniger Unfälle geben. Es gibt weniger Verletzte im Straßenverkehr. Es wird weniger Tote geben. Also das ist nur, sage ich jetzt mal, das ist nur positiv. Es gibt eigentlich, beim autonomen Fahren gibt es eigentlich keinen negativen Aspekt, der jetzt dagegen sprechen würde. Das Einzige ist der rechtliche Aspekt, der eben das geklärt sein muss, wer schuld ist, wenn es dann doch zum Unfall kommt. Das Fahrzeug wird dann eben halt eine Onboard, so eine Blackbox halt eben haben, damit man nachvollziehen kann, wer für den Unfall schuldig ist, und dann wird das wird das geklärt werden. Das ist nur eine gesetzliche Regelung, die kommt und Punkt. Ne? Also da gibt es auch gar keine Diskussion. Und Schuldfrage, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Schuldfrage, das ist ja nur eine versicherungstechnische Geschichte. Also da geht es ja eigentlich nur rein darum, wer begleicht den Schaden. Und vielleicht werden dann sich auch die Versicherung einfach ändern. Ne? Das ist dann einfach halt egal ist, ne? Ob dann überhaupt noch Versicherungen notwendig sind, steht auf dem zweiten Blatt. Ich sage mal trotzdem ja, weil ja, ne, also das beste System nützt nichts, wenn dann der Mensch wieder mit drum fuhrwerkt und wenn dann, sage ich jetzt mal, ein Kind plötzlich in die Straße reinläuft und das Auto halt einfach physikalisch nicht mehr bremsen kann oder nicht mehr ausweichen kann, weil es einfach nicht mehr geht. Ne, also das wird es dann halt, trotzdem noch brauchen, eine Versicherung. Der Stinkerbus, das sehe ich schon bis daher, dass der stinkt. Einmal die Umluft einschalten. Ja, genau. Also da wird sehr viel entspannter werden. Ja, genau, das Thema. Das auch so ein Thema. Parkplatzsuche. Ich fahre in die Stadt rein und steige aus in der Stadt und sage meinem Fahrzeug, fahr zum nächsten Parkplatz. Brauche mich um die Parkplatzsuche nicht mehr kümmern. Ja. Also, da gibt es Use Cases ohne Ende, die nur danach förmlich danach schreien, bedient zu werden. Und das wird wirklich eine Revolution werden. Die eine Revolution ist die elektrische. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche, und das Autonome ist genauso sicher wie das Amen in der Kirche. Das kommt im selben Atemzug, kommt das mit. Und da werden wir ein komplett neues Verständnis der Mobilität haben. Das ist wieder ein anderes Video, wie gesagt, aber es wird mit dem autonomen Fahren für uns bequemer, komfortabler und im Endeffekt vermutlich dann auch günstiger, weil ich mir nicht mehr zwei Fahrzeuge halten muss, sondern im Prinzip für eine Familie eigentlich nur ein Fahrzeug brauche. Ich sage jetzt mal, okay, es gibt natürlich wieder Situationen, Vertreter oder sage ich jetzt mal Leute, die viel unterwegs sind beruflich, die brauchen natürlich dann schon ein Fahrzeug in irgendeiner Form, wo sie halt dann ihre Besuche und ihre Sachen machen oder ihre Reparaturen oder so machen, ja, ist klar. Aber für den normalen Bürohengst, der also jetzt nur das Auto als Pendelobjekt braucht, für den vermute ich mal, für die Familie wird es dann nur ein Auto werden. Und das ist auch gut so, ne? Ja. Trotz Elektromobilität, Ressourcenschonung ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Ich kann jetzt nicht, dass jeder sein eigenes Auto hat, also jeder Mensch dann ein Auto, das ist auch was, wo ich sage, da bin ich auch dagegen. Ne? Also, im Moment ist es halt so, weil die Autos so sind, wie sie sind, aber in Zukunft wird sich das auch ändern. Genügt pro Auto, pro Familie ein Auto wird genügen.
Ja, das waren meine Gedanken zum autonomen Fahren. Ja, okay, noch eins natürlich, das Laden wird dann natürlich auch kein Use Case mehr sein, den man dann selber machen wird. Das autonome Auto wird dann auch induktiv laden. Das stellt sich dann halt auf den Ladeplatz und wird geladen. Also da braucht man sich dann auch gar nicht mehr drum kümmern. Also das ist dann auch so, sind so Dinge, Zeitfresser im Moment, die braucht man einfach nicht. Ne? Also genauso was weiß ich, ja, solche Dinge wie das Auto muss zum Kundendienst. Ja, gut. Tja. Dann sage ich dem Auto, während ich in der Arbeit bin, fahr zum Kundendienst. Dann wird der Kundendienst gemacht, dann steht das Auto später wieder da. Das sind alles so Sachen. Autonomes Fahren wird für uns wirklich eine 180-Grad-Wende in der Mobilität bringen. Das ist neben der Elektromobilität das neue Killer-Feature für die neuen Fahrzeuge. Und das wird nicht mehr sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Jo, das waren jetzt aber wirklich dann alle Gedanken dazu. Kommentare, Wünsche, Anregungen wie immer unter dem Video und man sieht sich wieder. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.